Hallo liebe Nerds und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, einmal mit Profi, nämlich mit dem lieben Nick von Kercher, der den Powerwash Simulator mit mir anguckt und ja aus seiner professionellen Sicht den Realismus so ein bisschen einschätzen kann, im Gegensatz zu mir. Ich bin da mehr so für die Unterhaltung und den Unfug zuständig. Hallo Nick. Hi, grüß dich. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben uns mal ein weiteres Auto ausgesucht. Mehr Power, quasi. Einfach mal sehr plakativ. Hier ist sehr viel Motor. Das war dann so quasi der Aufhänger für diese Folge, quasi, warum es eigentlich gar nicht mal so clever ist, wenn man mit einem Hochdruckreiniger auf dem Motor drauf hält. Was wir, glaube ich, auch noch nicht thematisiert haben, es gibt verschiedene Lanzenlängen hier. Die gibt es bei euch wahrscheinlich auch. Die gibt es bei uns hier auch, ja, von ganz kurz bis 2 Meter, bis Teleskoplanze, bis zu 7, 8 Metern sogar. Also die Standardlanze hat 1,20 Meter, das ist auch das, was wir am häufigsten verwenden. Manchmal auch ein bisschen kürzere, wenn man auf dem Gerüst arbeitet. Aber die 1,20 Meter lange Lanze, das ist so optimal, gerade für Boden oder für Fahrzeugreinigung, ja. Okay, also ich schätze mal, dass da kommt ungefähr mit 1,20 Meter hin, so aus dem über den großen Daumen gepeilt, würde ich sagen. Das sieht für mich deutlich kürzer aus, aber meinst passt du? Schon. Ah, siehst du, es kommt doch auf die Länge an. Sind wir da? Das sieht aus wie 1,20 Meter, ja, so Standard. So eine direkt, siehst du, das ist das Auge des Profis. Ja. Okay, dass wir, ja gut, passt. Gibt auch mehr Sinn, wenn man Richtung Boden zielt. Hast du recht. Genau. Das da wäre dann, aber das da, also so... Das ist ja schon eine längere Lanze, wahrscheinlich so um die 2 Meter dann, geschätzt. Ja, aber von Teleskop sind wir da wahrscheinlich noch ein paar Ecken von entfernt. Ja, es kommt halt auch immer drauf an, umso länger die Lanze, umso schwieriger wird es, sie zu kontrollieren. Ja. Das ist natürlich schwierig. Wobei das hier, der Teil, der sieht so ein bisschen aus, als wäre der ausziehbar. Also möglicherweise könnte das so in die Richtung gehen. Aber es ist zumindest rein spielerisch, er hat keinen Mehrwert. Für den Monster Truck bräuchte ich das theoretisch, ja, weil im echten Leben kann ich ja nicht so drauf rumhüpfen. Das ist mir eben auch aufgefallen, der Punkt, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Du kannst ja auch mal eben schmerzfrei so eine Leiter da dran lehnen, das würdest du im richtigen Leben wahrscheinlich auch nicht machen. Nee, aus der Leiterarbeit mit dem Hochdruckreiniger würde ich nicht machen. Ist nicht so clever, meinst du? Ich brauche ja beide Hände für den Hochdruckreiniger und wie soll ich mich dann festheben? Ja, also das ist tatsächlich im Gewerbe auch verboten. Ja, vor allem das Ding hat ja einen ganz ordentlichen Rückstoß. Also das muss man ja auch mal bedenken. Ja, also es ist ganz so schlimm ist jetzt nicht. Natürlich hat es einen gewissen Rückstoß, die professionellen Geräte, aber das lässt sich schon kontrollieren. Ja, klar. Was mir gerade auffällt, du arbeitest die ganze Zeit mit deiner Düse quasi waagrecht. Ja. Ja, also eigentlich genau. Ach, so wäre richtig realistisch. Ja. Ah, gucke, siehst du. Und dann von oben nach unten. Ja. Hä? So und dann von oben nach unten? Also nee, von links nach rechts und dann von oben nach unten natürlich. Genau, okay. So und jetzt dann halt immer ein Stück runter. Ach so, ja, okay, verstehe. Genau, also, so und dann. Also dann schon so oben anfangen und sich dann so langsam ganz runterarbeiten. Genau. Ah, siehst du wohl, da lerne ich auch noch was. Ist ja ein Träumchen. Weil wenn du das waagrecht hältst, ja, jetzt geht das Wasser hauptsächlich nach rechts und links. Mhm. Und wenn du das waagrecht hältst, geht das Wasser halt nach oben und unten und dann kriegst du es von oben ab und auf die Füße. Genau, das sieht man ja sogar tatsächlich. Also jetzt wird es nach oben gehen, jetzt würden wir uns, hier, da würden wir uns ja quasi selber besprühen. Jetzt geht's nach links und da es ist gar nicht mal so unrealistisch, ne? Ne, ist ganz gut, ja. Also und so ein Monster Truck mit richtig dicken Dreckbollen und richtig Schmodder überall, da ist die Hochdruckreinigung natürlich super, ja. Also da grundsätzlich kann ich den groben Dreck richtig runterspritzen. Okay, der Teil wäre dann wahrscheinlich der weniger realistische. Hier die ganzen und das Auto kriegt man ja jetzt nicht unbedingt so oft. Man kann da schon vorsichtig drüber gehen, aber über die ganzen Lager, Gelenke und so weiter, da muss man schon aufpassen, weil bei den leistungsstarken Geräten kann man tatsächlich Wasser in die Lager reindrücken. Ja, ob das jetzt bei einem Fahrzeug ist, bei einem Monster Truck, bei einer Dampflok, ein LKW, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und
die Motorwäsche, also jetzt Motorhaube aufmachen und mit dem Hochdruckreiniger reinspritzen, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Nicht aufgrund dessen, dass der Motor kaputt geht, sondern halt, dass die ganze Elektronik nass werden kann und beschädigt werden kann. Ja. Von daher eine Motorwäsche wirklich nur vom Profi oder dann halt oldschool-mäßig mit dem Lappen halt alles abreiben, was man so sieht. So mache ich es zum Beispiel auch. Ja, deswegen, weil es gibt ja auch diese Selbstwaschanlagen überall, wo man dann so einen Euro oder zwei dann da reinwirft und dann kann man eben selber, das ist zum Beispiel ein sehr witziges, kleines, böses Detail, wenn man drunter liegt, ups, wo man dann eben so das Auto selber waschen kann, aber da ist ja auch überall ein riesen Warnschild, dass Motorwäschen eben verboten sind. Da wahrscheinlich tatsächlich, schätze ich mal, vor dem Hintergrund, dass da eben diverse Schmier- und oder Betriebsstoffe eben abgewaschen werden. Aber tatsächlich hast du ja hauptsächlich eben auch wegen der Elektronik, ja, tatsächlich. Ja. Weil die ist ja nicht, also die ist vielleicht Spritzwasser geschützt, aber die ist jetzt nicht geschützt vor einem Hochdruckreiniger, ja, der mit Druck da teilweise dann das Wasser in die ganzen Schaltsysteme drücken könnte. Die Waschanlagen sind natürlich dafür gemacht, dass gerade dort man Öle, Fette und so weiter abreinigen kann. Ja. Die sind dahingehend gemacht, weil die entsprechende Abscheideanlagen gemacht sind, Wasserrecyclinganlagen und das Wasser mit den Öl und den Fetten jetzt nicht einfach ins Grundwasser oder ins Kanalsystem absickert, sondern die ganzen Anlagen sind ja darauf vorbereitet, die entsprechenden Abscheidevorrichtungen installiert zu haben. Ne? Und deshalb sollte man das tatsächlich auch nur an diesen Orten machen. Würde das dann, ich habe jetzt mal gerade hier diese Zusatzdüse da drauf gepackt, würde das dann im realen Betrieb auch ähnlich aussehen? Also so ähnlich sieht tatsächlich die Schaumfächerlanze aus. Da wird dann Reinigungsmittel aufgefüllt und über die Reinigungsmittelsprühfunktion des Hochdruckreinigers dann auf das Fahrzeug aufgetragen. Ja, ich weiß jetzt nicht, bleibt hier ein Schaum drauf? Nee, man sieht, glaube ich, nicht. Nee, nicht in dem Sinne, leider. Schaum wird ja dafür verwendet, dass das Reinigungsmittel nicht sofort wieder abfließt, sondern Schaum ist klebrig, der bleibt auf der Oberfläche haften und somit hat er eine längere Einwirkzeit. Deshalb gibt es Schaum. Ja. Und der Schaum soll dann dazu beihelfen, das, was man nur mit Wasser nicht wegbekommt, also die ganzen Öle, Fette und so weiter, über Tenside mit dem Wasser zu verbinden. Tenside führen dazu, dass Öle und Wasser sich verbinden können. Und dann kann ich auch noch besser reinigen. Aber wie ich schon sagte, hundertprozentig wird ein Auto mit Reinigungsmittel und einer Hochdruckreinigung nicht sauber. Man braucht einfach Mechanik, die Mikrofaserlappen oder die Waschanlagen, um das hundertprozentig sauber zu bekommen. Was wäre denn so ein Szenario, wo du sagen würdest, okay, danach sollte man oder könnte man eine Motorwäsche rechtfertigen? Also gibt es da überhaupt was, wo du sagst, okay, ja, da kann man danach durchaus mal einen Motor sauber machen? Ja, bei ganz alten Fahrzeugen, wo jetzt tatsächlich, wo man gar nicht weiß, ob der Motor noch läuft oder das Fahrzeug nicht anspringt, manchmal muss man halt einfach erst reinigen, um zu sehen, was dahinter liegt. Ja, wenn alles komplett verdreckt ist, kann ich das eigentliche Problem ja gar nicht erkennen. Und deshalb muss auch manchmal erst gereinigt werden. Ja. Okay, also das ist ja auch gut zu wissen. Also wenn man so einen alten Schatz da hat, bevor man da mal den Zündschlüssel reinhaut, lieber erstmal ein paar Liter Reinigungsflüssigkeit. Nicht unbedingt. Wenn ich das Fahrzeug kenne und weiß, es läuft, dann ist es natürlich gut, aber eine Reinigung hält ja auch zum Werterhalt bei. Wenn es hier die ganze Zeit Schmodder und nasses Laub und irgendwelche dreckigen Sachen auf meinem Fahrzeug rumliegen, dann beansprucht das Fahrzeug natürlich viel mehr, ja, wie wenn das sauber ist. Weil wenn da immer feuchtes Moos drauf liegt, feuchtes Laub oder zum Beispiel an den Radkästen jetzt ständig nasses Laub drin hängen bleibt, das hält ja die Feuchtigkeit auch viel länger und wenn ich das regelmäßig sauber mache, kann das viel schneller und besser abtrocknen und es dient auch als Prävention vor Korrosion. Ja. Von daher, Reinigung ist nicht nur optisch, sondern hat auch viele technische Gründe.
Da siehst du mal, ne? Also was man so auf den ersten Blick gar nicht so denkt, aber ja, da gibt es Und einiges wenn zu man beachten. natürlich zur Eisdiele fährt, muss das Fahrzeug ja schön aussehen. Ja, sehr schön. Ja, das sind also, darauf kommt es dann letzten Endes an. Sehr schön. Wie ist das eigentlich? Das wollten wir ja auch mal noch besprechen, beziehungsweise das kannst du ja viel besser vortragen. Die Entstehung, also ursprünglich, weil es gab ja mal tatsächlich, also Kercher ist ja jetzt kein, in dem Sinne kein Fantasiename oder so, sondern es gab ja mal den Herrn Kercher in dem Fall. Genau, es gibt den Alfred Kerfer, einen schwäbischen Tüftler, wie es so viele bei uns in der Region im Schwabenländle gibt. Und der Alfred Kerfer hat 1935 ein englisches Unternehmen in der Nähe von Stuttgart in Cannstatt gegründet. Warte mal, fang mal gerade noch mal bitte noch mal an, Alfred Kerche, du warst da gerade etwas abgehackt. Okay. Den Ja, es gibt den Firmengründer Alfred Kerfer. Der hat 1935 sein erstes Unternehmen in Bad Cannstatt in der Nähe von Stuttgart gegründet und hat sich aber zuerst auf Heißluftgebläse, Heizungsanlagen, kleine Öfen und so weiter spezialisiert, weil es einfach in dieser Zeit enorm wichtig war, dass die Leute auch ja, manchmal, ja, dass die Leute es einfach warm haben. Ja. Gerade dann während des Krieges auch war das natürlich enorm schwierig. Und da hat der Alfred Kercher teilweise aus alten militärischen Fahrzeugen oder aus irgendwelchen Hülsen dann kleine Öfen gebaut, dass die privaten Leute zu Hause es wenigstens ein bisschen warm haben. Auch teilweise für Flugzeug hat er Heizluftgebläse entwickelt, um die dann vorzuheizen, dass sie auch starten können. Solche Sachen hat er damals gemacht. Also der war ein sehr guter und intelligenter Tüftler. Dann zu einem späteren Zeitpunkt mit seiner Frau Irene Kercher. Ja, der Alfred Kercher ist relativ früh verstorben und die Irene Kercher hat dann viel weitergetrieben. Ja, also 1974 hat man sich dann entschieden, sich nur noch auf Hochdrucktechnik zu spezialisieren. Der Alfred Kercher hat den ersten Hochdruckreiniger und auch den ersten Heißwasserhochdruckreiniger, also den sogenannten Dampfstrahler, wie man umgangssprachlich sagt, entwickelt. Und 1974 hat man sich dann entschieden, nur noch auf die Reinigungstechnik sich zu spezialisieren. Und 1984 kam dann das erste Konsumergerät für den privaten Bereich auf den Markt. Ja, das waren so die größten Meilensteine, die es in der Kercher-Historie gab. Und dann hat man halt sein Portfolio immer weiter erweitert. Und auch relativ früh, die erste Kercher-Niederlassung im Ausland, hat die Irene Kercher dann in Frankreich gegründet. Ja, das ist unsere erste Niederlassung und älteste Niederlassung im Ausland. Also im Grunde in Anführungszeichen relativ spät erst so auf den privaten Markt rüber, ne? Das hätte man ja so auch nicht erwartet. Genau, also ja, da, ja, 10 Jahre später, nachdem die professionellen Produkte oder das erste professionelle Produkt entwickelt wurde, kam dann 10 Jahre später der kleine erste Home and Garden Kercher zur Anwendung für den Privatkonsumer, ja, Privatverbraucher. 10 Jahre später und auch 1974, auch in dieser Zeit, wo man dann den ersten professionellen Hochdruckreiniger entwickelt hat, hat man sich dann von dem Heißluftgebläse blau auf das typische Kerchergelb umentschieden. Ja. Das ja jetzt tatsächlich weltweit auch bekannt ist. Aktuell ist es so, dass nur noch unsere Privatgeräte gelb sind, unsere professionellen Geräte sind seit 4 Jahren, ich glaube schon seit 6, 7 Jahren grau, Anthrazit. Und deshalb haben wir die gelben und die Anthrazitengeräte und können das dann ganz einfach unterscheiden. Ah, okay, siehst du. Genau, für die Gebäudereiniger und für die Handwerker, die mit unseren professionellen Geräten arbeiten, ist natürlich so ein anthrazites Grau auch ein bisschen dezenter wie so ein Gelb. Von daher hat man sich damals entschieden, es so zu machen. Ja, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, weil normalerweise, also wie gesagt, üblicherweise möchte man ja, ist man ja doch sehr, sehr bestrebt, so aus Sicht von einer Firma, jetzt mal unabhängig von wem,
man kann ja im Grunde gar nicht auffällig genug sein. Ne? Ja. Und dann zu sagen, nö, weißt du was, auffallen kann jeder, wir sind einfach mal dezent im Hintergrund, das wird sich schon durchsetzen. Das ist ja so, eigentlich ist das ja auch ein ganz schön mutiger Schritt, wenn man es jetzt mal so aus dem Winkel betrachtet, oder? Ja, klar, aber die Geräte laufen ja trotzdem, ob die jetzt gelb sind oder Anthrazit. Es ist halt so, dass zum Beispiel, jeder war ja schon mal im Hotel und sieht, dass da Reinigungskräfte arbeiten. Ja, und so ein dunkelgraues Gerät ist einfach viel dezenter, ob wie so ein kerfergelbes Gerät, ob das Sauger sind, Saugmaschinen, Kehrmaschinen, das ist einfach ja, dezenter und unauffälliger. Ja. Und okay. Wir wissen ja, was unsere Geräte können, ob die jetzt gelb oder grau sind, spielt keine Rolle. Aber das Selbstbewusstsein muss man auch erstmal haben. Also das, ja, ich meine, ne, also ich meine, das ist wirklich was, da muss ich echt sagen, also da ziehe ich den Hut vor, weil das ist so, das kann ja, ich meine, korrigiere mich, aber das kann ja doch durchaus mal die ein oder andere Konsequenz nach sich ziehen. Ich meine, ihr habt ja jetzt nicht nur gerade 5 Mitarbeiter, das sind ja ein paar bei euch. Also das hat ja unter Umständen Konsequenz für ein paar Arbeitsplätze mehr, ne? Ja gut, die Information, dass die Kunden von uns dezenteres Geräte sich wünschen, das kriegen wir ja auch mit draußen aus dem Feld von den Rücksprachen, die Vertriebler von uns bekommen, ja, wo die Leute dann sagen, hey, hört mal her, vielleicht wäre dezent, wäre uns doch schon angenehmer. Also man hat sich schon bewusst dahingehend auch entschieden, weil es natürlich auch das Feedback von dem Kunde so war. Okay, also auch gewünscht, ja, gut, dann. Da gab es keine Probleme, ja. Na, ja gut, dann ist es natürlich klar, wenn das natürlich entsprechende Anfragen kommen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell eigentlich? 13.500 weltweit. Donnerwetter. Allein in Winden, ja, wo unser Stammhaus ist, sind es ja, mehr als 2.500 Leute. Wir produzieren ja auch hauptsächlich noch in Winnenden. Also in Winnenden ist unser Kompetenzzentrum für Scheuersaugmaschinen und in Schwäbisch Hall in Obersontheim ist unser Kompetenzzentrum für die Hochdruckreinigung. Ja. Natürlich wird auch teilweise im Ausland produziert. Kleine Geräte kommen auch aus dem Ausland, aber die Kompetenzzentren sind immer noch hier in Deutschland und auch unsere Entwicklung und die meisten Leute arbeiten hier im Stammhaus. Ja. Und jeder vierte Mitarbeiter bei uns tatsächlich arbeitet bei uns in der Entwicklung. Ja, weil wir einfach ständig neue Geräte entwickeln wollen und die alten Geräte verbessern wollen. Noch besser, noch sparsamer, noch nachhaltiger, noch umweltbewusster. Und da ist jede Menge Arbeit da. Das denke ich mir, weil gerade so das Thema Nachhaltigkeit, also jetzt aktuell ist das natürlich in aller Munde. Aber das ist ja jetzt, das war ja auch absehbar. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so plötzlich von der Decke getropft und aus dem Boden gewachsen. Insofern, wie geht man denn an sowas ran? Mal so ganz naiv und doof gefragt. Weil ich meine, also da gibt es natürlich jede Menge Themen. Da gibt es auch einen ganzen Bereich, der da dran arbeitet. Es geht ja schon los. Man braucht ja Metall, man braucht Kunststoff. Ja. Kunststoff kann man schon teilweise ja aus recycelbaren Materialien herstellen, aber die müssen natürlich die gleiche Effizienz und gleiche Langlebigkeit haben wie jetzt, sage ich mal, konventionelles PVC oder Kunststoff. Ja, es muss halt, die Reinigungsmittel müssen biologisch abbaubar sein, die Sauger dürfen nur noch 2000 oder dürfen nicht mehr wie 2000 Watt brauchen und solche Sachen. Ja, da muss man dann halt alles optimieren, dran arbeiten, an den Gehäusen, Gebläsen und so weiter. Da ist ein Riesenthema, die Verpackung, wie kann ich von Kunststoffverpackungen weg zu Karton, zu Papierverpackungen und so weiter, was jetzt noch relativ nicht ganz so kompliziert ist. Es gibt ja inzwischen diese Reischips und ich kann auch viel in Papier verpacken und Karton und so weiter. Das funktioniert schon gut, ja. Aber das Thema wird immer wichtiger, immer größer. Wir wollen auch schauen, dass wir eine negative CO2-Bilanz haben. Und ja, es gibt einige Nachhaltigkeitspreise, die wir schon gewonnen haben. Und wir werden auch weiterhin daran arbeiten, um auch zum Beispiel die Geräte noch ergonomischer zu machen, weil Ergonomie spielt ja auch immer eine größere Rolle. Von daher gibt es eine gute Menge Arbeit.
Ja, deswegen, also ich meine, da haben wir ja auch, also hier, wo ich dann nochmal jetzt in den letzten Tagen quasi mehr oder weniger 24/7 quasi dann mich da nochmal schnell durchgekerchert habe, um dann schnell nochmal den Spielstand up to date zu haben. Also man verbringt da jetzt in diesem Fall natürlich eine ganze Weile an der Maus, aber so im wahren Leben, das ist ja auch, also du hältst das Ding ja dann üblicherweise nicht mehr gerade für 5 Minuten oder so. Also das ist ja schon auch eine körperliche Belastung dann irgendwann. Und insofern Ja. ist das durchaus wichtig, weil wenn ich mir da noch dunkel daran erinnere, was das für Griffstücke damals waren, so für ein, wo wir das dann hatten für einen Balkon. Und das hatten wir eben in der Vorbesprechung, haben wir ja darüber geredet. Ich habe ja Fleischer gelernt oder Metzger oder wie auch immer man das in eurem Bundesland nennt. Und da haben wir ja auch überall so einen Hochdruckreiniger gehabt, tatsächlich sogar von Kärcher zum Ja. Reinigen. Und da verbringst du auch eine ganze Weile mit dem Ding in der Hand. Und da ist also diese Handhabbarkeit, die ist dann ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Auf jeden Fall, ja. Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Ich sehe gerade, wir haben schon 14.400 Mitarbeiter, nicht 13.500. Ja, wir wachsen Oha. so schnell, da komme ich gar nicht mehr mit. Alter Schwede. ja, und Respekt. wir haben 150 Gesellschaften in 78 Ländern sind wir vertreten. Ja. Ist das eigentlich jetzt einfach mal so, wie gesagt, das sind wahrscheinlich die naivsten und blauäugigsten Fragen, die man sich vorstellen kann, aber ist das eigentlich einfacher, wenn man dann so in Anführungszeichen einen kleineren Betrieb hat oder einen größeren, wenn man solche Sachen verändern will? Oder kriegst du Also, das dann so entscheidungsfindungstechnisch nicht so mit? wir sind ja noch ein mittelständisches Unternehmen und wir sind auch noch ein Familienunternehmen. Das definiert uns wirklich sehr. Ja, man sagt die Kärcher Familie, ja, man spürt es schon, wenn man bei uns im Betrieb ist. So, jeder arbeitet für jeden und wir arbeiten gemeinsam für den Erfolg. Es ist jetzt nicht nur so dahergesagt, es ist tatsächlich so. Und man spürt definitiv, dass man im Familienunternehmen arbeitet. Ja, wie war deine Frage Nee, nochmal? die gerade, weil gerade solche Veränderungen, ne, zum Beispiel jetzt mal, wie kommt man von Plastikverpackung auf Papierverpackung? Einfach mal so als Beispiel. Da muss ja zu irgendeinem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen worden sein, so, alles klar, Nachhaltigkeit, wir wollen besser werden, Plastik kommt weg, wir nehmen Karton. Das ist jetzt natürlich gut, wenn du sagst Familienunternehmen und da sitzt dann so klischeehafterweise einer am Regler, sagt, gut, ich entscheide das jetzt, Punkt, das wird gemacht. So, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher möglicherweise, als wenn man da jetzt einen riesen, weiß ich nicht, Gemeinschaft hat, die dann da irgendwelche Räte oder so, die sich da dann eben beraten müssen und so weiter. Also findest du, das Ja, ist da haben wir leichter? natürlich schon eine entsprechende Größe jetzt, ja, dass da schon viele Leute immer mit beteiligt sind. Man muss sich halt besprechen und dann entsprechende Lösungen finden. Ja, bei fast 3000 Mitarbeitern in Winden alleine sind da schon jetzt einige Leute zusammen. Aber ja, man braucht jeden Einzelnen, um an dem Erfolg arbeiten zu können und auch festhalten zu können. Ja. Und du hast ja gerade auch schon angesprochen, also so global, aus globaler Sicht seid ihr ja noch in Anführungszeichen verhältnismäßig klein, wobei mit 14.000, naja, gut, also Mittel Gilt noch als immerhin. mittelständisches Unternehmen tatsächlich, ja. Krass, aber meinst du, das ist dann tatsächlich auch wiederum so, ja gut, ich meine, es ist halt immer schwer, dann sowas, so Apfel mit Birnen zu vergleichen, aber du würdest dann sagen, aus eher, wie formuliere ich das, Herrgott? Also die nicht so extrem hohe Personaldicke, die ist dann durchaus schon mal einfacher bei solchen Sachen. Ja. Wir, was jetzt halt für uns zum Beispiel wichtig ist, wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo man jetzt teilweise doch die ein oder anderen Prozesse nochmal neu überdenken muss und halt stetig an sich arbeiten muss, weil wenn man jetzt den entsprechenden Umsatz hat, den wir haben, ja, um jetzt weiter vorangehen zu können und weiter effektiv und gute Produkte auf den Markt bringen zu können, brauchen wir halt immer ein 5-Jahresplan oder ein 10-Jahresplan, das der Vorstand dann vorgibt und den ihre Ideen dann mit uns teilen und dann wird daran gearbeitet, ja, weil stetiges Wachstum bekommt man nur hin, wenn man auch ständig an sich arbeitet.
Hat man da auch also hat man da mit zunehmendem Maße immer im Hinterkopf, warte mal, es sind jetzt, wie du es gerade so schön gesagt hast, oh, warte mal, also wir sind ja gar nicht bei 13.000, wir sind ja schon bei 14.000 Mitarbeitern. Hat man das dann irgendwo im Hinterkopf? Wird einem da nicht manchmal, wo man sagt, ach, warte mal, also bei so vielen Mitarbeitern ist das vielleicht ein bisschen, die verlassen sich ja auf einen als Arbeitgeber und erwarten ja dann auch, dass man da längerfristig dann da am Markt bleibt. Also ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, da gucken wir vielleicht lieber mal noch ein bisschen vorsichtiger drauf. Es geht ja nicht nur um hier, keine Ahnung, vier, fünf Leute, die dann vielleicht was entscheiden, so plakativ, sondern es betrifft ja auch noch da ein paar 13.996 andere, unter anderem. Ja, also, ich weiß nicht genau, wie die Frage jetzt von dir war, aber natürlich, ein großes Unternehmen hat große Ziele und was für uns natürlich gut ist, Reinigungsgeräte wird es immer geben und muss es immer geben, weil Hygiene natürlich auch immer mehr eine Rolle spielt oder auch immer eine Rolle spielt. Und da versuchen wir es natürlich entsprechend auf dem Markt aufzustellen, dass wir auch immer konkurrenzfähig sind. Ich meine, wir sind ja der Weltmarktführer und wollen das auch bleiben. Nee, Gottes Willen, das ist ja auch wohlverdienterweise. Nee, wie gesagt, ich denke halt dann einfach so aus meiner Sicht, wenn ich mir vorstelle, keine Ahnung, so und so viele tausend Leute, die dann so quasi ihren Arbeitsplatz an mich quasi oder ihre Existenz, wie sagt man so, Ja, an mich schon, ja. gekoppelt sind. Also das ist ja doch irgendwo, weiß nicht, also ich würde da, glaube ich, so ein leichtes Ziehen im Nacken verspüren, wo ich mir denke, uff, Ja, gut, wir arbeiten ja alle zusammen, ob das jetzt die Reinigungskraft ist, der Produktionsmitarbeiter, der Ingenieur, der Entwickler, über unser History Management, unser Visitor Management, jeder fügt sich in das große Zahnrad ein und wir ziehen alle am gleichen Strang und wollen schauen, dass wir halt entsprechend immer wieder neue Innovationen auf den Markt bringen, damit das Reinigen noch effizienter, noch nachhaltiger, noch besser, noch schneller gehen kann. Ja. Genau. Das, ja. Ah, das ist doch schön. Sehr gut. Dann haben wir schon wieder eine Folge voll. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Es ist Wahnsinn. Ich habe noch nicht mal das komplette Auto durch, aber nichtsdestotrotz. Die wichtigsten Teile haben wir. Also wir sehen schon mal, wo es hingehen soll. Wunderbar. Dann beenden wir an der Stelle einfach mal diese Folge. Seid gespannt, was in der nächsten Folge kommt. Macht es gut, ihr Lieben. Und dir natürlich danke fürs Dabeisein. Gerne, ciao, ciao.